Yo YouTube, was geht ab? Ultimate Michel wieder am Start. Jetzt kommen wir wieder zum neuen Video. Neues Motivationsphilosophie-Video. Gleich am Anfang. Like das Video, abonniert den Kanal. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, hier kommen wirklich täglich Videos. Und für jeden ist was dabei. Alles klar. Heute geht es um das Thema, wie man seinen Grund findet, wie man seine Bestimmung herausfindet in diesem Leben. Sehr, sehr schwieriges und wichtiges Thema. Damit strugglen die meisten Menschen und ich möchte meine Meinung dazu abgeben, meine Empfindungen dazu abgeben. Fangen wir mal direkt an. So. Ich spreche jetzt ein bisschen von mir. Ich habe nicht lange eine Vorstellung davon, von was ich will im Leben. Ich kann gar nicht genau sagen, ab wann es Klick gemacht hat. Vielleicht mit 15, mit 16 oder mit 17. Aber ich habe die Vorstellung, einen Traum zu haben. Ne, einen Traum. So, es gibt so Dinge, die ich unbedingt machen möchte. Ne, sei es jetzt im Kampfsport mega erfolgreich werden, Champ werden oder viel Geld machen oder grundsätzlich sich glücklich machen und seine Familie glücklich machen und so weiter und so fort. Also mein Traum ist groß und sehr facettenreich und er ist so strukturiert, damit ich jederzeit was habe. Aber ich glaube, dazu mache ich noch ein separates Video. Ne, zu Traum, zu meinem Traum und wie wichtig es ist, einen Weg zu haben. Aber natürlich weiß ich, dass nicht jeder so etwas hat. Nicht jeder hat den Luxus, in einem recht frühen Alter, ich bin jetzt 19 Jahre alt, ein Verständnis von einem Traum oder von einem Weg zu haben. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man herausfinden will, wofür man gemacht wurde, ist ein Wort sehr wichtig. Selbstreflexion. Zu wissen, wer man ist und was man will. Sehr schwierig. Sehr, sehr, sehr schwierig. Sehr schwierig. Denn wir als Individuum sind ja beständig in Entwicklung. Es ist schwierig herauszufinden, wer man ist, was man will, wofür man lebt, wofür man stirbt. Aber anstatt nur seine Zeit zu verschwenden, auf Social Media rumzuscrollen, was an sich nicht negativ ist, mache ich auch. Aber ich weiß schon, was ich will. Wenn man nicht weiß, was man will, sollte man mehr seine Zeit damit verbringen, nachzudenken, sich wirklich mal Zeit zu nehmen, nicht stundenlang, aber wirklich mal Zeit zu nehmen. Wer bin ich? Was mache ich hier? Wofür lebe ich? Wofür will ich sterben? Was will ich am Ende sagen, wenn ich das Leben beendet habe? Nehmt euch mal wirklich Zeit, Handy weglegen, alles weglegen und einfach mal Augen schließen und in sich gehen. Schauen, wer man ist. Was auch hilfreich ist in dem Kontext, ist Dinge ausprobieren. Ich zum Beispiel bin sehr sicher in meiner Person und demnach weiß ich auch, was ich tun möchte. Ich weiß, was ich nicht konsumiere und ich weiß, was ich konsumiere. Zum Beispiel, ich rauche und trinke nicht. Das ist etwas, was ich nicht brauche für meinen Weg. Aber wenn es etwas ist, was ihr braucht, dann macht es. Sofern es etwas ist, was ihr braucht. Macht es nicht, weil ihr dazu gezwungen werdet, wegen eurer Gruppe oder sowas. Nein. Ihr müsst Dinge ausprobieren, ihr müsst offen sein. Wenn ihr offen seid für alles, sei es jetzt solche Rauschmittel, das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen, können auch andere Dinge sein. Zum Beispiel, ihr könnt euch bei einem Fitnessstudio anmelden oder irgendeine sportliche Aktivität machen, die euch nie gefallen hat,
Und einfach mal zu gucken, yo, gefällt das mir nicht. Ihr müsst offen sein. Offenheit. Ein offener Geist ist ein lernender Geist. Und ein lernender Geist ist ein Geist, der beginnt zu verstehen und zu begreifen. Seid wirklich offen. Schaut wirklich, was ihr wollt. Seid offen genug, Erfahrungen zu machen. Und egal wie lange es dauert, macht weiter. Zum Beispiel Steve Harvey. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. Moderator in Amerika, sehr, sehr erfolgreich, sehr populär. Er hat erst mit 27 herausgefunden, was er will. Davor hat er in einem Job gearbeitet, der ihn nicht interessiert hat. Am Ende wurde Steve Harvey erfolgreicher Moderator und Comedian. Aber diese Idee hat er erst mit 27. Mit 27. Er war 3 Jahre obdachlos danach. Er hat seinen Job gekündigt und hat dann nur mit Comedy angefangen. Natürlich hat er wenig Geld gemacht, aber er hat weitergemacht. Und jetzt ist er millionenschwer. Steve Harvey, googelt den. Ich werde auch ein Video über ihn in die Videobeschreibung reintun. Ey Leute, macht euch echt keinen Stress, wirklich. Ich sag das nicht nur für euch, sondern auch für mich. Auch ich darf mir keinen Stress machen. Wir lernen zusammen. Wir wachsen zusammen. Diese Videos mache ich, damit wir zusammen wachsen können. Damit wir zusammen das Leben schätzen können. Was auch wichtig ist, was ich selbst auch hasse, man muss sich trauen zu verlieren, sich trauen auf die Schnauze zu fliegen. Ich hasse das. Ganz ehrlich, ich hasse das. Weil ich bin jemand, der gewinnt und umsetzt. Aber auch ich muss erkennen, dass ich nicht sofort alles schaffen werde. Dass ich geduldig sein muss. Dass ich auf meinem Weg, meinen Traum zu erfüllen, der nicht nur kämpfen ist. Dass ich sehr geduldig mit mir sein muss. Sehr schwierig. Aber auch ich lerne und auch ich versuche damit klarzukommen, dass man mal verliert. Bestes Beispiel, ich hoffe, ihr kennt ihn alle, Floyd Money Mayweather, der beste Boxer aller Zeiten. Auch er hat mal verloren. Nicht in seiner Profikarriere, nein. Aber als Amateur hat er den Finalkampf in den Olympischen Spielen nach Punkten verloren. Er hat zu Hause geweint, hat er gesagt. Selbst dieser Mann, der heute aus meiner Sicht der ultimative Gewinner ist, hat mal verloren. Und ich bin nicht Floyd. Floyd hat ganz jung angefangen mit seinem Sport als Beispiel. Ich bin ich. Und ich habe meine Reise, ich habe meinen Weg. Und gehe mein Bestes, meinen Traum zu erfüllen. Aber man kann immer lernen von solchen Geschichten. Immer kann man lernen davon, immer. Deswegen rate ich euch, schaut euch erfolgreiche Leute an. Schaut euch deren Biografien an. Versucht von ihnen zu lernen, so viel wie möglich. Ich mache noch ein Video dazu, zu lernen und zum Thema Lernen. Das ist echt gut. Dazu mache ich auch noch ein Video. Ja, Leute. Wie gesagt, zusammenfassend würde ich sagen, Selbstreflexion, geht in euch, schaut in euch, seid offen, probiert neue Dinge aus. Auch lesen, wenn ihr noch nie gelesen habt, lest. Irgendein Buch, muss kein mega intellektuelles Buch sein. Lest einfach irgendwas. Kann Roman sein, kann irgendein How-To-Buch sein,
Egal, lest, versucht einfach zu lesen. Probiert euch aus. Seid offen für neue Einflüsse im Leben, für Erfahrungen. So werdet ihr irgendwann wird es Klick machen. Irgendwann werdet ihr herausfinden, okay, dafür wurde ich geboren. Das ist das, was ich tun muss. Das muss ich beitragen in der Welt. Auch ich bin jung. Auch ich weiß nicht viel. Aber ich lerne. Mit euch zusammen lerne ich und wachse. Und wir schauen, was geschehen wird. Okay, Leute. Vielen Dank, dass ihr das Video gesehen habt. Like das Video. Abonniert den Kanal. Ultimate Army muss wachsen. Wir müssen ganz YouTube Deutschland übernehmen. Ich möchte ganz oben mitspielen, damit ich qualitativeren Content für mich und für euch machen kann. Deswegen, Leute, werdet stärker, brecht eure Grenzen und geht weiter nach vorne.